Hallo, hallo, mein Name ist Narcis und heute wollte ich euch meine Zalando Haul zeigen. Ich habe ein riesen Paket beim Zalando bestellt. Oh, und ich wollte mit euch aufmachen. Ah ja, das erste ist halt ein weißer Reebok-Schuh. Ich wollte einfach einen weißen Sneaker haben und ich habe mir viele angeschaut. Die habe ich bestellt, weil es auf den Fotos sehr schön bei mir vorkommen. Ich glaube, ich werde die Teile auch definitiv für euch probieren. Glamorous. Noch mehr Schuhe. Ich habe total vergessen, wie viele Fahrschuhe habe ich bestellt. Oh ja, die sind sehr schön. Die sind diese Plateauschuhe, Sandalen, die sehr momentan Mode sind. Ich wollte halt aber eine, dass er einigermaßen bequem ist. Also, und vorne haben die diese Ecken. Also ich glaube schon, dass es im Sommer sehr schön ausschauen wird. Da kommen noch ein paar Schuhe von Menwear. Ich hoffe, dass die Namen richtig sagen. Und die waren, oh ja, die waren meine Favoriten. Oh, die sind sehr schön. Wie gesagt, die Schuhe sind momentan absolut in. Was mir bei diesen Schuhen gefallen hat, ist nicht so krasse eckige vorne hat, weil ich bin mir immer bei dieser modischen Sache nicht so ganz sicher, ob es nicht irgendwann mal mich langweilt oder aus der Mode rauskommt. Machen wir jetzt eine kurze Pause zwischen den Schuhe und da sehe ich eine Kleid, habe ich von Villa beim Zalando bestellt und zwar in Rot, was ich auch wieder sehr selten trage. Das Kleid hat so eine Urlaubs-Italien-Feeling. Eine sehr schöne Farbe und der Stoff ist auch sehr angenehm und dünn. Also für Sommer kann ich mir schon gut vorstellen. Noch eine Kleid und die ist eine Langarm Boho-Style, würde ich sagen. Es ist ein Wickelkleid und es ist sehr schön. Also mir gefällt das jetzt schon beim Anschauen. Ist oh, sehr schön. Oh, das ist schon Wahnsinn. Das war sehr kurz, sehr gewagt und kurz. Aber ich glaube, der hat was an den Ärmel. Der hat so schöne Details und das ist hinten praktisch. Das ist hinten alles offen und vorne so. Kennt ihr das, wenn ihr auf die Seite geht und eins nach dem anderen schön findet und alles im Warenkorb? Oh, das ist mir echt diesmal passiert. Diese Teil, die habe ich im Internet geguckt und war total verliebt. Und weiß ich allerdings nicht, ob ich das anziehe. Aber so gehört sich. Wunderschön. Ja. Ich muss wiederum probieren, ob ich euch zeigen werde. Muss ja schauen. Wie weit ist das offen? Ich hätte vielleicht womöglich meine Haare erst trocknen sollen, dann Video machen. Aber die Zeit ging nicht. Wir haben hier ein wunderschönes Kleid, glaube ich. Genau. Und die Farbe ist einfach Hammer. Das ist meine Farbe. Ich kann die Farbe nicht beschreiben. Das ist irgendwas zwischen Blau und Lila. Und es ist ein sehr klassisches Kleid. Es ist. Effekt ist halt beim Ärmel, weil da so eine breite, offene Arm hat. Noch ein so ein Bastier. In Schwarz. Darf man dir zeigen? Oh! Das ist echt schön und den hatte ich fast vergessen. Ja, Langarm, aber sehr kurz, glaube ich für mich. Und ich sehe schon, dass es auch ziemlich durchsichtig ist. Aber sonst wunderschön. Diese Ärmel, diese breitere Ärmel sind sehr in dieses Jahr. Es ist halt nicht sehr sauber gemacht, das Kleid. Da kommen die Fäden raus. Aber und es ist sehr dünn. Es ist keine Werbung, ja. Ich habe keine Affiliate, keine Provision. Ich habe einfach das bestellt. Dann kommen wir wieder weiter mit den Schuhen.
nicht so wenig Schuhe. Ja, nochmal so eine weiße Sneaker. Wie gesagt, ich bin so beim weißen Sneaker so unentschlossen. Habe ich halt gedacht, ich probiere einmal sportlich und einmal diese Stoffversion, was womöglich sehr schnell auch dreckig wird. Noch ein paar Schuhe. Mami bestellt ja nicht nur ein paar Schuhe. Das geht ja nicht. Ich muss ja einmal Vergleich haben. Oh ja. Ist das nicht Hammer? Das ist vegan. Also es ist ein veganer Schuh. Recycling. Es ist keine echte Schlange. Aber sehr schön. Also die Schuhe, die haben einen Vorteil, dass fast zu allem alles passt. Wirklich. Also so ein paar Schuhe braucht jede im Schrank für Sommer. Weil es passt echt zu jedem Kleid passt. Fast. Und dann last but not least nochmal Sandalen, die einfach weniger Absatz haben, aber auch sehr schön sehen. Die Farbe ist auch super, weil wie gesagt, zu solchen Farben lassen sich besser kombinieren. Die sind von Topshop, sehe ich hier. Das war der Inhalt von der Box und jetzt kommen wir zu der Probe, der gute Teil. Ich werde alles bei euch probieren, fast alles. Ich werde diese Lippenstiftfarbe schreiben für euch, weil ich bin mir sicher, dass viele Fragen werden. Das ist von MAC, aber die Farbe weiß ich jetzt nicht auswendig. Ich werde es unten auf jeden Fall in der Infobox die ganze Make-up-Sache, die ich benutzt habe, schreiben. Die Hemdbluse ist von Zara, die Hose ist von Mango. Das ist so eine bequeme Hose, die ein bisschen kariert ist, aber sehr. Ja, man sieht auf den ersten Blick nicht. Ich habe das gern. Der Nachteil bei dieser Bluse ist, diese Leinenbluse sieht hier wie ja, knittrig schaut aus. Aber ich mag die ganz gern, weil sie sehr angenehm sind. So, das war mein Outfit. Da sind die alle Teile in einem Blick. So, das sind die Schuhe, die ich bestellt habe. Die habe ich allerdings viel zu groß bestellt. Ich weiß es nicht. Sehr schöne Applikationen. Überall ist eine Sache. Einzige ist, das Kleid ist mir sehr kurz. Also wenn ich mich bücken würde, vorne und hinten ist mir einfach so unangenehm. So. Man kann auch mit anderen Sandalen zusammen kombinieren. Ich finde die Farbe einfach. Da kommen wir an dieses Kleid, Kimono-Style. Also durch diese Ärmel. Wunderschöne Farbe. Was mir nicht gefällt, ist, dass das hier so sackmäßig hier weit von mir steht. Auch der Background ist natürlich super bei mir. Aber achte einfach auf das Kleid bitte und nicht den Background. Hier bis hier ist perfekt. Ich meine, hier sitzt super. Ich brauche mich nicht Sorge machen, wenn ich mich so bucke oder so. Ich habe auch jetzt kein BH. Und jetzt kommen wir zu der Problemzone. Das gehört sich vielleicht zu dem Kleid, aber wenn man zu der Schneiderin gibt und vielleicht das so gerade schnitten würde, würde besser stehen. Vor allem, ich kann euch leider, hier ist so eng und ich kann es euch der untere Teil nicht zeigen. Also ich hoffe, dass, ups, ich tue das Kabel weg. So, sorry für den Background, das ist hier auch eine Art Büro von uns, aber das Kleid, ich wollte euch zeigen, der unten. Die Länge ist komisch, der sitzt mir irgendwie wie Sackruba auch bestellt hatte. Eine Schlange von. Die sind auch sehr schön, ja. Videoschnitt, weil es andere Format ist, auf jeden Fall. Das ist auch ein sehr schönes Kleid. Die Ärmel gefallen mir sehr gut, der Sitz hier sehr gut.
Da ich ja nicht sicher bin, dass ich die Schuhe nehme, wollte ich nicht anziehen. Deswegen ist auch so. Die sind bequemer als die anderen Schuhe. So schaut die Schuhe aus. Und die sind sehr schön. Gefallen mir sehr gut. So, kommen wir zu dem nächsten Kleid. Das ist echt eine Überraschung. Das gehört zu dem Kleid, wenn es echt an einem Stange hängt, würde ich greifen. Ja, der hat lange Arme und was mich stört immer, dieser Stoff im Sommer, das hört sich sehr dünn an, aber mit dem Stoff meistens ist das so, dass man schwitzt. Aber zeigt euch, das Kleid ist voller Wickelkleid. Die sitzt wirklich nicht so weit. Sehr schön, finde ich. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Das ist der untere Teil von dem Kleid. Ich finde auch die Länge passt sehr gut. Das ist nicht zu lang und es ist auch nicht zu kurz. Und die Schuhe sind voll bequem. Also die werde ich definitiv behalten. So Leute, das war's ja von meinem Haul-Video. Ich hoffe, dass ihr habt alle Spaß gehabt und es hat euch gefallen. Schreibt mir bitte in die Kommentare, welche von diesen Teile hat euch am besten gefallen. Ich behalte erstmal eine von meinen Favoriten. Vielleicht muss ich noch bei Haul anziehen. Und wir sehen uns dann bei dem nächsten Video. Ich wünsche euch alle einen sehr schönen Tag und vergesst nicht zu abonnieren. Und für mehr Inspiration, Outfits, Beauty, Make-up, alles, schaut einfach bei meinem Instagram vorbei. Da gibt es so viele Bilder. Und ich gebe mir echt Mühe für jedes einzelne Bild. Also bis bald, tschüss. Oh mein Gott. Ich zeig's euch außer Spaß halber. Ich weiß nicht, ob ich das echt in ein Video rein tue oder nicht. Ich wollte hier eigentlich Video drehen. Ja, der ist mir umgefallen und hier ist volle Glas, aber dadurch, dass ich keine Zeit habe wegzuräumen, habe einfach der Teppich weggeklappt und ja, the show must go on. Hier ist auch eine gebrochene Vase und da ist alle Chaos, weil ich mich da umziehe und komme praktisch so vor der Kamera. Die Rollos sind runter, damit die Nachbarn nicht zu viel Spaß haben und ja, so sieht's aus. Pure Chaos. Mir kostet echt, glaube ich, dann noch eine Stunde hier abzuräumen. Aber man denkt, die sind ja so kurze Videos, aber die sind ja nicht so kurz. Ich hoffe, dass es euch gefällt.